Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne meine neue Küchenmaschine vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei, wie gesagt, um eine Küchenmaschine und gleichzeitig auch einen Fleischwolf. Ich möchte euch dann auch zeigen, wie das Ganze funktioniert hier. Zuerst einmal hier, das ist das Modell Z-Mix vom Turbotronic und hat eine sehr schöne Lackbeschichtung hier. Wirkt sehr edel. Ein bisschen retromäßig, aber trotzdem sehr schick und edel. Wir haben viele Küchengeräte schon in Rot, auch zum Beispiel unsere Kaffeemaschine. Deswegen ist auch hier die Farbe rot geworden bei der Küchenmaschine. Und ich zeige euch erst einmal hier, was wir alles so dabei haben. Einmal habt ihr hier natürlich die Bedienungsanleitung. Die ist zwar sehr kurz gehalten, aber auch in Deutsch. Dann haben wir hier drei solche verschiedenen Lochplatten. Eine habe ich schon eingesetzt. Mit verschiedenen Durchmessern hier. Dann haben wir einmal hier einen Knethaken. Hier haben wir einen Rührbesen. Ja. Und drinnen habe ich schon hier einen Schneebesen sozusagen. Die Maschine selber ist sehr leistungsstark mit 1800 Watt und die Bedienung eigentlich auch sehr einfach. Ihr habt hier einen Edelstahlbehälter, wo ihr alles schön vorbereiten könnt, den Teig. Wir haben auch schon feste Teige gehabt, womit die Maschine auch keine Probleme hatte. Zum Öffnen des Deckels wird einfach hier nach oben gedrückt und dann kippt es nach oben und man kann auch zum Beispiel hier den Adapter austauschen, welchen man benötigt. Und das Ganze selber wird dann hier über diese Drehschalter hier bedient. Ihr habt hier auch verschiedene Symbole, wie ihr sehen könnt, für die verschiedenen Adapter, die euch zeigen, ja, ungefähr die Geschwindigkeit, könnt ihr das verwenden. Natürlich könnt ihr es selber ausprobieren, was für euch am besten ist, je nachdem, was ihr denn auch zubereitet. Das Gerät habe ich jetzt schon angeschlossen. Ich möchte einfach nur zeigen, wie sich das drin dreht und von der Lautstärke und von der Geschwindigkeit her. Noch eins hier, ihr habt hier auch einen Pulsschalter. Das heißt, der geht dann gleich auf volle Pulle und je nachdem, wenn ihr gerade mal so einen kurzen Schub braucht hier, dann könnt ihr das hier ganz schnell nach links drehen. Weiter haben wir hier auch noch einen Deckel aus Kunststoff, durchsichtig natürlich, dass man durchsehen kann und sehen kann, was da unten passiert. Toll finde ich hier auch hier die Möglichkeit, hier einfach was nachzuschütten, ohne das Ganze extra hier aufmachen zu müssen. Und dann geleitet alles schön rein. Und ja, ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus und schalte mal hier eine leichte Stufe. Ihr habt hier eine stufenlose Regelung. Ihr seht auch schon. So, ich schalte jetzt mal eben ab hier. So, wenn ihr dann natürlich fertig seid mit dem Mixen, könnt ihr das dann, wie gesagt, hier öffnen. Ich werde es euch auch gleich nochmal demonstrieren hier und auch wie man die Adapter austauscht. Das geht halt ganz einfach. Gut ist auch hier, dass ihr für den Behälter hier zwei Griffe habt, mit denen ihr das dann auch schön hin und her bewegen könnt und tragen könnt. Am Tisch zum Beispiel. Ich habe jetzt hier auch schon mal den Fleischwolf vorbereitet. Ein bisschen Fleisch habe ich hier reingetan und das wollen wir jetzt auch mal hier ausprobieren. Dazu tue ich einfach mal den Teller hier runter und schalte dann einfach mal die Maschine ein. Ich probiere es jetzt einfach mal mit einer Hand und ihr seht, ich habe hier auch schon ein bisschen angefangen, weil ich musste das ein bisschen vorbereiten, sonst kann ich euch das nicht so einfach zeigen mit einer Hand. Ich schalte mal einfach ein. Und ihr habt hier diesen Stampfer sozusagen, weil das Fleisch kommt bis hier hin, was ich reingetan habe, und ich drücke da jetzt einfach mal langsam drauf. Hier erweitere noch ein bisschen die Geschwindigkeit. Und dann drücke ich hier einfach langsam drauf. Noch ein bisschen mehr.
Umso feiner wird dann das ja natürlich auch die geschnittene Fleisch. Ein bisschen mehr. Hier. Ich habe jetzt auch schon einen Stampfer schon lange eigentlich hier nach unten gestampft. Es kommt aber immer noch ein bisschen was hier nach und raus. Das heißt, ihr könnt es noch ein bisschen nachlaufen lassen, bis alles rauskommt. Moment. So, ich kratze das mal einfach noch ein bisschen hier runter. Das ist diese dritte Lochplatte hier. Die mittlere Größe davon habe ich hier verwendet. Und das Ganze, das Ergebnis schaut dann hier so aus. So, ihr habt dann hier schönes Hackfleisch, das ihr selber frisch zubereitet habt natürlich. Und ich finde, das Ergebnis ist toll, weil ihr schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klatsche, sagen wir so rum, genau. Wie gesagt, als Küchenmaschine und als Fleischwolf gleichzeitig. Ich finde das auf jeden Fall eine tolle Idee. Und solche Geräte habe ich schon mal gesehen, aber diesmal habe ich einfach mal zugeschlagen und mir eine gekauft. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Ja, genau. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal, der Fleischwolf selber, der muss nicht immer hier mit dran sein an der Maschine. Das heißt, wenn ihr ihn nicht verwendet, könnt ihr den wegräumen. Und das machen wir jetzt einfach hier mal. Ist noch ein bisschen was runtergefallen. Das tun wir auch alles weg, kein Problem. So, okay. Ja, ich stecke das mal trotzdem mal hier einfach mal raus aus der Steckdose. Ich möchte nicht, dass irgendwas passiert. Das oben könnt ihr auch hier einfach entfernen. Ist ein bisschen blöd jetzt hier mit einer Hand. Normalerweise, das muss ich jetzt hier zu mir drehen, genau. Aber ich tue das jetzt mal mit zwei Händen machen. Ist einfach sicherer. Und bevor ich das mache, um das hier zu lösen, müsste ich hier diesen kleinen Schalter hier betätigen und dann kann das Gerät auch erst einmal den Fleischwolf selber hier abgeben und man kann ihn dann rausziehen. So, das habe ich jetzt hier auch gleich gemacht. Hier könnt ihr natürlich das Ganze hier auseinanderbauen und schön sauber machen. Ich lege das jetzt einfach mal hier zur Seite. So schaut es dann aus hier. Natürlich bleibt es nicht so. Man steckt einfach hier wieder den Deckel hier drauf und zwar so rum und drückt dann das Ding hier wieder rein. So, und schon ist das Ganze hier geschlossen. Ob ich das jetzt ganz genau richtig drin gemacht habe, muss ich noch mal ausprobieren. So, jetzt passt das. Und schon erkennt man das gar nicht, dass es auch ein Fleischwolf sein könnte. Wie gesagt, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Was ich noch erwähnen möchte, ist, ihr habt hier unten solche Saugnäpfe und die halten die Maschine auch sehr stabil, damit auch nichts passieren kann oder daneben gehen kann und man sauber damit arbeiten kann. Ich bin jedenfalls, wie gesagt, zufrieden und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, das Gerät. Das ist richtig schick und hat viel Kraft, Power und wie gesagt, vereint auch noch ein Fleischwolf mit dazu. Was gibt es Besseres, wenn ich mir das Fleisch auch noch selber zubereiten kann? So, das war's von mir. Danke fürs Zusehen, Leute, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder was für euch habe. Ciao, macht's gut.